Jetzt kommt der Ralph Waldo Emerson. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, verblasst im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir gute Ziele formulieren, werden wir das, was in uns liegt, herausholen können. Und in jedem von uns liegt viel mehr, als die Erziehung übrig gelassen hat. Es ist relativ leicht, eine Vorstellung aufzubauen. Dann begeistert sich der Mensch dafür, da braucht der Geist dazu. Auf einmal wächst er. Und es ist so leicht, Ziele in der Weise anzugehen. Es wird ein Kinderspiel, wenn wir diese läppischen kleinen Regeln beachten. Einverstanden? Und Montagu zeigt also, dass wir jung werden sollten. Ich habe ein Interview von ihm gelesen vor ungefähr 10 Jahren. Da war er, glaube ich, 84 oder was. Und da hat er gesagt, wir sollten nicht so erwachsenisch sein. Man wirft uns manchmal vor, kindisch zu sein. Er sagt, das ist völlig falsch. Wir sind viel zu erwachsenisch. Dieser verbissene Ernst, mit dem wir alles betreiben. Und das erinnert mich daran, dass ich so gern darauf hinweise, dass eins der Programme, die wir durch Imitation übernommen haben in Deutschland, unsere ausgesprochene Freudefeindlichkeit ist. Ja, wir haben ausgesprochene Antifreude-Programme. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Kaffeehaus, am Nebentisch sitzt ein Herr, ein Einzelner, wie wohl einzeln lacht er plötzlich laut und herzlich. Das ist dramatisch. Alle schaut pikiert, weil ein Mann das nicht macht. Am Mann erkennen Sie immer Programme. Und wenn der in unregelmäßigen Abständen weiterhin laut und herzlich lachen wird, dann wird in 4 bis 5 Minuten jemand den Krankenwagen rufen. So sehr bedroht uns das. Das haben wir nicht durch Programme, die hineingeredet wurden, in uns übernommen, sondern wir haben gesehen, wie die Erwachsenen sich verhalten haben. Das haben wir per Imitation übernommen. Wenn man das Programm in Worte fasst, dann merkt man, wie absurd es wäre. Es würde nämlich lauten Lachen in Deutschland hat nur stattzufinden, wenn man mindestens zu zweit ist und wenn jeder weiß, worüber. Dann dürfen sogar wir lachen. Und wenn Sie so eine griechische Kneipe in der Nähe haben, da können Sie an jedem Wochenende hingehen, diese komischen Leute haben immer was zu feiern, das ist zum Kotzen. Jedem Wochenende versprühen die Lebensfreude. Das finden wir unmöglich. Die sind ja auch nicht ganz ernst zu nehmen, diese südländischen Typen, ne? Und Montagu plädiert dafür, dass wir die besten Aspekte des Kindseins ins Erwachsenenalter retten. Also eine sehr schöne Reihe von Denkanstößen, die Ihnen gute Impulse gibt. Und der Pierce weist darauf hin, zunächst einmal bei einem von den beiden, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, steht folgender Gedanke drin, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Aufgrund der ständig wachsenden Gehirngröße des Menschen, das ist Ihnen ja nichts Neues, ist es so, dass heutzutage der Mensch eigentlich erst geboren werden dürfte, und was ich Ihnen jetzt sage, ist furchtbar wichtig, falls Sie Teilnehmer haben, die noch vorhaben, kleine Kinder zu haben oder noch sehr kleine Kinder haben, ist das, was wir jetzt erfahren, unglaublich hilfreich. Viele Menschen glauben, teilweise auch unbewusst, dass wenn sie sich nicht festlegen, zielemäßig, dass sie dann die große Freiheit erleben würden. Das ist die Freiheit von Treibsand. Der ist auch frei. Und ich glaube, dass es eine gewisse Form des Verantwortungsübernehmens ist, wenn ich meine Ziele klar setze. Weil ich ja damit für meine Zukunft Verantwortung übernehme. Wann ich keine habe, brauche ich mich ja nicht verantwortlich zu fühlen. Wir neigen dazu, das ändert sich jetzt langsam in dem Klima auch, der Bewusstseinswelle, aber es war eine Zeit lang sehr stark ausgeprägt, dass man keine Verantwortung übernehmen wollte. Thorvald Detlefsen hat in seinem Buch, das steht auch auf der Liste Ödipus, ein super Buch, das haben wir auch als Kassette, hat er erklärt, warum wir in einer Kinderkultur leben. Schauen Sie, in den sogenannten primitiven Gesellschaften, und bei uns früher war das auch so, gab es in der Teenagerzeit ein Ritual, wo man dann bewusst erwachsen wurde und danach auch Verantwortung übernommen hat. Dieses Ritual gibt es bei uns de facto nicht mehr. Also haben wir den Zeitpunkt nicht mehr klar, ab welchem wir dann langsam aber sicher Verantwortung übernehmen. Weder, dass wir uns so sehen, noch dass andere uns so sehen, das beeinflusst natürlich sehr stark.
Und Detlefsen sagt, dass der Held im Märchen, der also ausgezogen ist aus dem Königreich, sprich raus aus dem sicheren Hafen des Zuhauses, der den Drachen erlegt hat, um dann als gereifter Erwachsener zurückzukommen, der sich mit seinen Ängsten etc. auseinandergesetzt hatte, dieses findet nicht mehr statt. Er sagt, was wir haben, entspräche einem, der auszieht, um den Drachen zu schlagen, und am Stadttor schließt er erstmal sämtliche Versicherungspolicen ab, bis zu Krankenhaustagegeld, ehe er sich in Richtung Drachen bewegt. Und Detlefsen sagt, es ist unglaublich, wenn man Leuten zuhört, die sich also unerhörte Sorgen machen über ihre Kinder, die jetzt 48 Jahre alt sind. Älter ja, aber nicht erwachsen. Ich glaube, das sollten wir unseren Teilnehmern auch klar machen. Dass es eine Form des Erwachsenwerdens ist, wenn ich mir einige wenige Ziele, ich muss ja nicht mein ganzes Leben mit tausend Detailzielen zuclustern, das wäre das andere Extrem. Dann bin ich ein Buchhalter meiner eigenen Ziele und hake laufend ab. Aber so gar keine Ziele zu haben, ist keine Freiheit. Das ist die Freiheit, von den Winden des Schicksals hin und her gebeutelt zu werden und mich dann ständig als Opfer zu fühlen. Einverstanden? So. Wie stehen Sie zu der Frage, Fehler und Schwächen zugeben, wenn Ihnen eine Panne passiert? Ich bin dafür. So. Ich scheine hier etwas unklar mich ausgedrückt zu haben, und das ist natürlich schade, weil diese drei Regeln sehr hilfreich sein können. Lassen Sie mich also das klarstellen, weil zwei, drei Leute in der Pause kamen und andere sich vielleicht ähnliche Fragen stellen. Ich habe hier, das ist eine meiner Schwächen, mit denen ich versuche klarzukommen, zu schnell geschmiert. Der Schritt 1 ist dieser Gedanke Gegenüberstellung, Wille, Vorstellung von Emile Coué. Der Schritt 2 ist die Formulierung. Gegenwart, Vergangenheit, Konjunktiv etc. Und der Schritt 3 ist die positive Formulierung. Stichwort Rasen wird gestrichen. Wir haben dann das Wort Gehwege benutzen. Das sind die drei Spielregeln. Alles andere sind Beierklärungen dazu. Spätestens, wenn Sie die Video nochmal anschauen, werden Sie den Teil von vor der Pause besser verstehen, weil die Korrektur von nach der Pause dabei war. Einverstanden? So. Ich möchte jetzt zum Thema Ziele noch abschließend einen Gedanken äußern von Zig Ziglar, will Ihnen dann zu Gehirn ein paar neue Informationen geben. Wie gesagt, nicht die Standardinformationen, sondern neue. Mit einer Quelle, die Sie unbedingt lesen müssen, kommen Sie nicht dran vorbei, ein phänomenales Buch, um Sie heiß zu machen auch auf dieses Buch. Und dann kommt der berühmte Drei-Phasen-Plan. Phase 1 bezahlte Ausbildung, Phase 2 bezahlte Akquise, Phase 3 die Kunden kommen vollautomatisch zu Ihnen. So, abschließend zum Thema Ziele. Wir verteilen nachher ein Blatt, da sind einige sehr interessante Fragen drauf, die man sich bezüglich Zielen stellen könnte von Zig Ziglar. Zig Ziglar ist ja vielen von Ihnen ein Begriff. Und ich habe ein Video-Interview mit ihm, das heißt kein Interview, so eine Art Show, die er da abzieht, auf einer Videokassette. Und da hat er etwas sehr Wesentliches gesagt, was ich glaube, geht aus seinen Büchern vielleicht nicht ganz so klar hervor. Er sagt, die Ziele sollten ausgewogen sein. Also Business-Ziele, materialistische Ziele, okay, aber auch Ziele in Richtung Gesundheit und in Richtung geistige, spirituelle Entwicklung. Das soll halt ausgewogen sein. Ich glaube, das ist ein Thema, auf das man mit unseren Teilnehmern sehr gut eingehen kann. Ihnen muss ich das nicht lange erzählen, Sie wissen das schon. Aber das ist etwas, was für viele Teilnehmer neu ist, weil sie in der Vergangenheit eher produktbezogene, fachinterne Seminare hatten. Und jetzt kommen ja langsam Seminare auch in Richtung Persönlichkeitserweiterung. Die Firmen zahlen ja schon langsam dafür. Das ist ja schon ein ganz großer Fortschritt. Aber für viele Teilnehmer ist der Gedankengang noch relativ neu. Und Zig Ziglar hat in dieser Video so einen kleinen Joke gebracht. Den kann man natürlich sehr gut weiterführen. Er hat gesagt, er hat sich früher mit Gesundheit und diesen Dingen, Fitness und so, nicht befasst. Er sagt, sein einziges Fitnesstraining war damals, wenn er ein Bad genommen hat, in der Badewanne saß, den Stöpsel gezogen hat, gegen die Strömung anzukämpfen. Das kommt gut rüber. So, also die Fragen brauchen wir nicht durchgehen, weil das für Sie natürlich
bekannt ist, aber es sind sehr gute Fragen. Stellen Sie sich die selber mal, weil Sie ja, was Sie durchlaufen haben, besser rüberbringen können. Und damit können Sie also lässig 2-3 Stunden im Seminar mit den Teilnehmern intensiv erarbeiten. Viele dieser Fragen sind für uns, wirken sie banal, aber für die Teilnehmer sind es wirklich Erleuchtungen, der Reihe nach diese Fragen durchzudenken. In Kleingruppendiskussionen oder wie auch immer. Also das Bladel kriegen Sie nachher. Mit dem schwarzen Artikel, ein Sonderdruck zur Zukunft, wo diese Zahlen und das alles genau drin ist, kriegen Sie nachher. Lassen Sie mich Ihnen zu Gehirn ein paar Gedanken geben. Zum einen gibt es ein Buch auf der Liste, das ist der Pierce. Pierce hat brillante Bücher geschrieben, eins davon gibt es jetzt Gott sei Dank auf Deutsch. Er berichtet über eine Gehirnentwicklungsstruktur, die uns relativ unbekannt ist. Und er macht das in einem sehr flotten Stil. Es ist ein Buch, das frisst man direkt. Mein Vorschlag ist, lesen Sie es einmal von vorne bis hinten durch, weil Sie vor Spannung gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann gehen Sie irgendwann nochmal Kapitel für Kapitel durch, streichen sich Sachen an, holen sich Sachen raus. Ich deute Ihnen nur kurz an, was seine Grundargumentation ist. Im Verband damit könnten Sie Montagu lesen, Montagu zum Kind reifen. Die beiden Gedankengänge ergänzen einander. Montagu, auch ein sehr leicht zu lesender Autor. Montagu erklärt, dass wir eigentlich viel zu früh geboren werden, und dass der Mensch nur deswegen so lern- und entwicklungsfähig ist, sogenannte Edukabilität, also lebenslanges Lernen, die Fähigkeit dafür, weil es einen Prozess der Neotonie gibt, das heißt, dass Aspekte aus der vorgeburtlichen oder kindheitlichen Phase bis ins hohe Lebensalter beibehalten werden. Hochinteressant zu lesen. Sie kennen ja meine Aussage, dass ein Redner oder Trainer zu dem, was er vorträgt, einen Hintergrund haben sollte. Wenn Sie Montagu lesen, Ashley Montagu und den Pierce. Von Pierce ist nur ein Deutsches auf der Liste. Das ist das, von dem ich im Moment spreche. Ich weiß ja den deutschen Titel nicht. Evolution's End heißt es im Original. Der nächste Schritt der Menschheit, jawohl, das ist der Pierce. Die anderen sind auch, wenn Sie gut Englisch können, unbedingt lesenswert. Aber muss nicht. So, ich bin der Meinung, wenn das ist, was Sie vortragen wollen, die Fläche einer Streichholzschachtel, dann sollten Sie mindestens die Fläche eines A4-Blattes als Hintergrundwissen haben, was Sie nicht erzählen. Erstens, weil dann viele der Fragen der Teilnehmer in diesen Hintergrund reintreffen. Und wenn dann mal eins daneben ist, kann man souverän da stehen und sagen, weiß ich nicht. Und weil Sie sich einfach wohler fühlen. Weil Sie auch bei Fragendiskussionen mal ausschweifen können, wenn Sie wollen. Und solche Bücher zu lesen, schafft einen phänomenalen Hintergrund. Die wenigen Gedanken, die Sie rausziehen, die Sie vortragen wollen, sind gar nicht der Hauptgrund, warum Sie es lesen sollen, sondern einfach, um mehr Verständnis zu haben.